Das ist Johannes Schlüter. Der Langzeitsingle ist Geburtenbeauftragter der Bundesregierung. Ein schwieriger Job. Die Deutschen bekommen einfach zu wenig Kinder. Deshalb führt Schlüter persönlich Beratungsgespräche mit jungen Paaren. Ja, am besten wir rechnen das mal durch. Also angenommen, Sie haben jetzt ein Kind. Dann kriegen Sie jeden Monat 164 Euro Kindergeld und mindestens 300 Euro Elterngeld. Das ist doch schon mal was, ne? Ja. Ja, und dann müssen Sie nur noch die erhöhten Kita-Gebühren abziehen und nachher die Studiengebühren. Dann haben Sie noch mal 1000 Euro. Schlüters neuestes Seminar: Kinderkunde für ignorante Arbeitgeber. Darin sollen sich deutsche Führungskräfte ein Grundwissen zum Thema Kinder aneignen. Ja, das hier ist jetzt ein sogenanntes Kind. Ja. Können Sie ruhig mal auf den Arm nehmen, aber Vorsicht ist unser letztes. Ja, und jetzt? Oh. Hallo? Was? Die will nur noch halbtags arbeiten oder was? Wegen Kind? Sofort rausschmeißen. Ja, tschüss. Herr Schlüter, was ist, wenn die Deutschen weiterhin so wenig Kinder kriegen? Na Gott verhüte, Gott behüte. Naja, aber für den Fall, dass wirklich keine Kinder mehr kommen, haben wir schon ein paar Kinderersatzprogramme aufgelegt. Also man braucht ja nicht für alles Kinder. Zum Beispiel bei Castingshows. Deutschland sucht den grauen Star. Heute in der Kategorie Breakdance. Helga Waltraut und Hildegard Koslowski. Aber Sie können doch nicht alle Kinder durch Rentner ersetzen. Nee, machen wir ja auch nicht. Es gibt ja auch noch Gastarbeiter, ne? Und jetzt wir Inder aus Bullerbü. Mittlerweile versucht Schlüter sogar mit faulen Tricks die Geburtenrate zu erhöhen. Hallo, hallo. Wollt ihr vielleicht, wollen Sie Kinder? Nee. Okay, dann habe ich für Sie ein Merkblatt. Verhüten aber richtig. Da kann ich Ihnen sogar noch ein Kondom dazugeben. Bitte schön. Johannes Schlüter, ein Mann, gibt für die Geburtenrate ordentlich Gummi.